dieser Folge im Lakehouse Podcast, wir nennen uns den Hotspot der New Worker hier im Lakehouse, geht es darum, wie du dich gut positionieren kannst im Dialog oder im Gespräch. Ganz viele Menschen positionieren sich nämlich nicht oder sie sind so hart und so krass in ihrer Wortwahl oder in ihrer Haltung, dass sie sich ein bisschen mehr schaden, als dass es gut ist fürs große Ganze. Im allerersten Schritt ist es wichtig, dass du nicht im Außen schaust, wem du mal deine Meinung sagen willst oder wem du was wie um die Ohren hauen möchtest, sondern es geht darum, dass du dich innerlich klärst. Eine großartige Mentorin von mir hat immer gesagt, Sandra, innere Klarheit bringt die äußere Klarheit. Und das kann ich heute nach 20 Trainingsjahren absolut bestätigen. Die meisten Menschen denken laut. Das bedeutet, sie sprechen und während sie sprechen, sortieren sie ihre Gedanken. Dadurch, dass diese Gedanken jedoch innerlich noch gar nicht aufgeräumt und geordnet sind, kommt ein ziemliches Durcheinander raus. Und jetzt ist es wichtig, dass du weißt, dein Zuhörer, deine Zuhörerin ist nicht unbedingt immer interessiert an dem, was du da sagst und erkennt möglicherweise auch nicht so schnell deine gute Absicht darin oder die Bedeutung für das größere Ganze. Du verlierst oder gewinnst deinen Dialogpartner, deine Dialogpartnerin in den allerersten Sekunden und Minuten in einem Gespräch. Und wenn du anfängst und dann so laut denkst und es so verworren ist, die Gedanken, die Sätze, die Worte, die Struktur, auch deine Augen hin und her gehen und weil du da oben versuchst, irgendwas zu sortieren, dann verlierst du die mit einer großen Wahrscheinlichkeit und eine Positionierung ist nur schwer möglich. Das heißt, innere Klarheit bringt äußere Klarheit. Wenn du dich innerlich klärst, das finde ich super wichtig, nimm bitte keinen Sparringspartner, der dir auf jeden Fall zustimmt und dich versteht. Das ist zwar gut für die Seele, das erleichtert einen auch ein bisschen, das hilft dir aber nicht weiter. Wenn du ein kritisches Thema oder eine schwierigere Situation klären möchtest oder dich positionieren möchtest, dann brauchst du jemanden, dem du deine Geschichte erzählst, der da ein bisschen kritisch hinhört, der dir nochmal eine neue Perspektive gibt, der sagt, hast du schon mal von der Seite gesehen, hast du schon mal das beachtet und dieses betrachtet, da bringt dich jemand weiter. Die anderen, diese ganz empathischen, verständnisvollen Menschen, brauchst du zumindest in dieser Situation dann eher nicht. Also erstens innere Klärung. Mach dir die Hauptnotizen, nimm dir ein paar Keywords, die dir wichtig sind, was du sagen möchtest, bau da außenrum deine Story, schreib sie dir auf, verbrenn sie, zerreiß sie wieder, schreib sie dir nochmal auf und irgendwann wirst du merken, es wird immer kürzer, immer kürzer. Die wirklich wichtigen Dinge haben nicht viele Worte. Die wirklich wichtigen Dinge kannst du oft mit ganz wenig Wortmaterial auf den Punkt bringen. Zweitens, frage dich, für was du dich positionieren möchtest. Position bedeutet, dass du dich für etwas aussprichst, ein Ja für etwas oder jemanden hast. Das Pendant dazu, die Negation, sagt einfach, was du nicht willst. Deshalb, wenn du dich positionieren möchtest in einem Gespräch, denke, fühle und spreche für das, für was du dich positionieren willst. Wenn du sagst, ich möchte irgendwas erreichen und bringst aber alle Gründe und Rechtfertigungen, dann bist du nicht in der Position, dann bist du in einer Negation. Für was? Für wen? Mit welchem Ziel? Mit welcher Vision? Mit welchen gestalterischen Ideen positionierst du dich? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es kommt jemand zu dir und sagt, ich hab eine Projektidee. Und dann sagst du zu der oder zu demjenigen, wieso denn schon wieder eine neue Projektidee? Wir haben doch genug Arbeit, wollen wir jetzt schon wieder was Neues machen? Damit würdest du jemandem, der sich gerade positionieren will, jeden Raum nehmen und du würdest überhaupt nicht in Positionierung gehen, sondern du würdest dich sofort in der Negation wiederfinden.
Wenn du jetzt selbst der oder diejenige bist, die ein Projekt anbringt, sag ich habe eine Idee oder ich habe gedacht, ich rufe den Kunden an und ich mache das mal so und so oder ich gehe zum Patienten rein und ich sage das jetzt so und so, dann positionierst du dich, wenn du sagst, die Gründe dafür, warum ich das so machen will, ist das kommt dabei raus. Wichtig ist, dass du bei Positionierungen, wenn's, wann immer möglich, nur von dir sprichst, nicht von den anderen, sondern von dir selbst, von deiner inneren Ausrichtung, von deinen Beweggründen, von deinen Ideen. In der Position ist es außerdem wichtig, dass du zwei Wörtchen bitte weglässt, sonst holst du dich sofort in die Negativität rein. Und das sind die Worte nicht und kein. Immer wenn du diese Worte denkst, hörst, schreibst, sprichst, geht dein Gehirn dahin, was du nicht willst. Ich möchte nichts, ich möchte keinen, ich möchte niemanden, nichts und kein beunruhigen, von zu was überreden, dann bist du sofort in der Kritik. Und du lenkst deinen eigenen Geist und dann den Geist deines Zuhörenden oder deines Publikums oder deines Teams, deiner Gruppe sofort dahin, wo du es gar nicht haben willst. Es soll keine Kritik sein. Ich möchte mich nicht wichtig machen. Ich möchte keine anderen Projekte in den Schatten stellen. Es ist mir wichtig, dass ich hier nichts und niemand benachteiligt fühlt, all solche Sachen. Damit bist du nicht positioniert, sondern du bist in der Negation. Negativ ist ein inneres Nein und wird auch zu einem äußeren Nein, weil du es denkst, fühlst, damit ausstrahlst und entsprechend sprechen wirst. Also bleib zweitens unbedingt in deiner Positionierung bei einem für was, das ist der Inhalt, für wen oder was. Und sprachlich kannst du auf die Keywords nicht und kein zurückgreifen. Achte darauf, dass du deinen Gedankenfluss in Gedanken und auch verbal lenkst. Und dazu kann ich dir, das habe ich hier gerade liegen, mein Kartenset tatsächlich empfehlen. Das ist ein Übungskartenset mit ganz vielen von diesen Beispielen mit den Keywords. Das sind Karten mit Satzbeispielen, wie du sie wandeln kannst. Da kannst du dich wunderbar inspirieren. Und jetzt habe ich noch einen dritten Aspekt für eine Positionierung im Gespräch. Positionieren bedeutet insbesondere, dass du in deiner Haltung freundlich und wohlwollend bist zu den Widerständen, die dir draußen begegnen werden. Du gehst wahrscheinlich auch davon aus, dass nicht alle Hurra schreien, nur weil du mal wieder eine Idee hast oder irgendwas korrigieren, regulieren oder klären möchtest. Ich möchte dir heute die Idee geben, dass du bitte diese Widerstände, die Kritik, die Weiß und Abers, die von außen zu dir kommen, erwartest und damit freundlich umgehst. Bleibe so gut wie möglich in deiner positiven Ausrichtung, Position, inneres Ja, positiv hinausschauen in die Welt, auch oder vielleicht gerade zu denen, die dich, die das kritisch betrachten, denn die sind ehrlicherweise deine großen Lehrer, weil die stellen die Fragen, die du möglicherweise noch nicht geklärt hast oder die dich auffordern, dein Umfeld noch besser abzuholen. Also ärgere dich nicht, wenn jemand draußen kommt und sagt, das ist ja eine komische Idee, wie kommst du auf sowas? Wage die Reibung, wage das kritische Feld, wage dich sogar vor bis ins Konfliktfeld. Denn dort findet die Reibung statt, Kräfte werden gemessen, aber je besser du innerlich dich schon geklärt und sortiert hast, umso besser wirst du diese Reibung aushalten und aus Reibung entsteht meistens was Größeres. Wachstum entsteht nicht, wenn alles glatt läuft. Wachstum entsteht dann, wenn Ecken und Kanten geschliffen werden. Drei Aspekte, ich wiederhole sie dir nochmal. Das erste, die erste wichtige Sache ist, dass du dich in der Positionierung innerlich klärst. Es geht nicht draußen los, innen. Das zweite ist, bleibe auch im Wording, denk an die Keywords, nicht und kein, positioniert. Das dritte ist, erwarte
Widersprüche und Kritik von außen für deine Positionierung und begegne ihnen freundlich. Hab ein inneres Danke für die Möglichkeit, deine gute Idee, deinen guten Ansatz immer noch weiter zu feilen und zu schleifen wie einen Diamanten. New Worker und New Workerinnen dieser Zeit sind tatsächlich nicht allglatt, immer freundlich, immer nett, immer gut aussehend, immer fertig, immer supi. Nee, das sind Menschen, die tragen eine Grundpositivität in sich, die wollen es wissen, die haben Lebensgeist, Lebensfreude, ein bisschen Abenteuergeist und die begegnen einfach gerne anderen starken Menschen. Wenn du davon mehr haben willst, guck dich ein bisschen bei uns um. Ich freue mich riesig, wenn du uns eine Bewertung schenkst auf Spotify, bei Apple, bei Deezer, wo auch immer, bei iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn ich dadurch etwas in dir bewegen oder inspirieren konnte. Wenn du mehr von uns wissen willst, guck dich gerne auf allen Kanälen um. Webseite, wir haben dieses Jahr wirklich pfiffige, lebendige, vielleicht ein bisschen wilde und bunte Formate geplant. Und vielleicht treffen wir uns ja und vielleicht sehen wir uns. Ich danke dir. Bis ganz bald. Deine Sandra.